Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 5. Da dachtet ihr schon, dass da noch so ein... Ja, dass nichts nachkommt vielleicht, ne? Aber zumindest den Doggy, den müssen wir doch eigentlich noch auch auf dem Kanal befreien. Habe ich im Livestream zwar auch schon gemacht. Ich habe jetzt hier auch ganz, ganz viele Kontrollinstanzen. Rechts wird mir jetzt immer angezeigt, ob mein Mikrofon zu hoch gepegelt ist, was damals passiert ist, aber zum Glück nicht wirklich in der Aufnahme passiert ist. Dafür in den 3 Videos, die ich auf dem Kanal jetzt hochgeladen habe, kurzer Technik-Talk, Leute, gab es leider ein paar Aufnahmefehler, da irgendwie das Gameplay zwischendrin ein bisschen ruckelt, ein bisschen choppy. Das habt ihr nicht groß bemerkt, aber ihr habt bemerkt, dass dadurch ein bisschen was asynchron gegeben geworden ist. Da gab es diese ganz komische Dialogsequenz einmal zwischendrin, wo man sich echt dachte, ja, was ist denn eigentlich los? Was ist denn eigentlich los? Alles klingt komisch, alles klingt weird, das soll ich jetzt hoffentlich angepasst haben. Und jetzt sollte das alles noch so ein bisschen besser und runder laufen. Ich habe zumindest ein paar Tests vor der Aufnahme durchgeführt. Man muss auch auf seinem Kanal mal wieder über Technik reden können. Ich spuck dir ins Gesicht, Steven. Ich gehe mal hier kurz auf die Map. Ihr habt hoffentlich die vorherigen 3 Videos zu Far Cry 5 gesehen. Alles ist in der Beschreibung fein säuberlich verlinkt und auch hier irgendwo in der Infokarte. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden zu Ray Rays Kürbisfarm gehen. Die hat uns auch kurz was zu erzählen. Hier ist Ray Ray auf der Kürbisfarm. Boomer dreht durch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Boomer dreht durch. Sie weiß nicht, was sie tun soll, die Ray Ray. Boomer, das ist der kleine Doggy, den wir da, ja, man kann es ja schon mal sagen, den wir befreien wollen. Hier unten hat man nochmal Johns Region, Widerstandspunkte und so weiter und so fort. Jedenfalls werde ich mir jetzt auch mal so einen Wegpunkt hinsetzen und dann werde ich mal schauen, dass ich da hinkomme, ganz nach gepflegter Open World Manier. Da wird mir auch angezeigt, 569 Meter Entfernung. Was man hier erstmal machen kann, da erinnere ich mich auch noch gut dran. Hier ist so ein kleines Boot. Ich habe es ja im Stream schon so ein bisschen gespielt, das dürft ihr immer nicht vergessen. Und da vorne kann man auch gleich eine kleine Befreiung durchführen. Aber so langsam kommen wir auch in Gefilde, da kenne ich dann nicht mehr so viel. Also jetzt gehen wir mal noch Boomer befreien und dann können wir noch eigentlich eine größere Sache machen, die ich im Stream auch getan habe. Dann ist aber Schluss mit meinem Wissen über Far Cry 5. Dann wird auch alles neu. Also hier passiert was. Ganz unauffällig schleichen wir uns heran mit dem Boot. Freunde werden verprügelt. Hör mal, Jungspund. Das Tal wird langsam zum Kriegsgebiet. Die Sekte reißt Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich. Alles, was ihnen in die Hände fällt. Sogar Menschen. John Seed jagt sie aus ihren Häusern und zwingt sie, sich der Sekte anzuschließen. Wer sich weigert, tja, dem ergeht es richtig mies. Am schlimmsten sieht's um Falls End aus. Fang am besten dort an. In Falls End werden wir auch anfangen. Du, da bekommst du gleichzeitig irgendeinen Funkspruch auf die Linse. Der Typ hier peilt völlig nicht, was er machen soll. Ich verhau irgendwie 3 Bogenschüsse und zum Glück kam er hier nicht zum Schießen. Plündern kann ich ihn trotzdem. Ja, das war ja wirklich so ein bisschen... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte doch bitte... Lass doch mal meinen Bogen immer da. Hör mal nochmal, schön ein bisschen Buch. Hier wird fleißig gepredigt am Wasser. Du bist ein Trottel. Du bist kein Peggy. Mehr muss ich gar nicht wissen. Ich bin auch kein Peggy, mehr musst du gar nicht wissen, aber du bist trotzdem Trottel, wie du mir hier wirklich direkt vor die Flinte gerannt bist, während ich versuche, dich zu befreien. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Ich habe gesehen, wie Merle zum Trailerpark fuhr, kurz bevor die Sekte anrollte. So wie ich den kenne, sucht er nach Ärger. Ich hoffe, er ist nicht alleine da. Das hoffe ich auch, dass er nicht alleine da ist. Neuen Charakter entdeckt, Merle Briggs. Hier ist auch ein schönes Wasserflugzeug. Vielleicht fliege ich eher mit dem Flugzeug dran. Ich schnapp mir jetzt das Flugzeug da hinten. Ist hier noch irgendwo jemand? Oder ist hier irgendein Wildleben, irgendeine Schlange oder ähnliches? Ich habe jedenfalls was gehört. Ich bin nicht dumm, ich habe was gehört. Zerstöre das Eigentum der Sekte. Hier sind wieder Leute, insgesamt 3 Stück. Ein so ein Typ, der wieder ein bisschen krasser unterwegs ist. Töte Sekten-VIPs, um Widerstandspunkte zu halten. Soll ich das hier vielleicht... Kann ich das kaputt machen? Ist da irgendwas? Also ich soll es jedenfalls sprengen. Ja, ich kann ja versuchen, auf die Fässer drauf zu feuern. Das muss ich aber trotzdem noch so ein bisschen näher ran. Denn allzu nah bin ich jetzt noch nicht. Da kann man auch mal kurz was jagen. Falls es nicht allzu unauffällig ist. Das war kein guter Treffer. Ich dachte, ich könnte so einen direkten Wild-Headshot provozieren. Habe ich aber nicht. Jetzt war das mal ab hier. Ich komme ganz langsam ran. Ich beobachte slow and steady. Was ist hier passiert? Stand da nicht vorher noch ein Boot? Hier war doch vorher ein Boot. Sind die gerade weggefahren? Wo ist denn das Boot hin? Hier war doch vorher ein Flugzeug und ein Boot.
Vielleicht bin ich auch schon auf diesem komischen Zeug, das die Sekte da die ganze Zeit verbreitet. Was ist denn hier los? Ich habe das nicht rechtzeitig verhindert, das kann sein. Ich habe mich lieber mit dem Jagen beschäftigt, anstatt hier was zu retten. Und dieses Blut, das klebt jetzt an meinen Händen. Hier könnte man auch noch kurz hochklettern, mache ich aber nicht. Ich will tatsächlich vielmehr jetzt einfach mal Boomer befreien. Denn dann habe ich ein vertrautes Gesicht. Mit dem vertrauten... Oh, guck mal, das hier, Blämele in Stechapfel. Das nehmen wir auch mit. Und mit dem vertrauten Gesicht kann ich dann erstmal wieder voll ins Spiel reinkommen. Guter Mann. Guter Mann. Was verdammt. Guter Mann, Sie können an offener Straße können Sie nicht einfach hier so rumlaufen. Das ist ganz klar mein Gebiet. Ja, war's das? Okay. Ihr bescheidene Treffer bisher. Ihr wirklich bescheidene Treffer. Die kontrollieren hier auch schon die Straßen, sind da voll mit dabei. Ich habe auch irgendeinen Zivilisten gerettet. Versteckt sich da hinterm Baum. Bei Ray Ray bellt schon seit Stunden ein Hund. Es kann eigentlich nur Boomer sein. Irgendwas stimmt da nicht. Da stimmt sowas von nicht. Und auch, wenn man so im Gebüsch drin steht, bist du mal rausgegangen. Finde ich auch eine ganz... Nee, wieder ins Gebüsch rein. Hier haben wir... Ja. Ja, möge er über mich wachen. Du magst ganz besonders diesen Busch. Das kratzt so schön im Gesicht, ne? Das habe ich schon bemerkt. Ich plündere hier auch wieder so ein bisschen aus. Und jetzt kümmere ich mich... Das war gar nichts. Was ein Anfang hier bisher. Nochmal kurz so ein bisschen hier unten Pennywise besuchen. Bisschen Raketenwerfermunition einsammeln. Und wieder raus. Die Kanalisation ist ein Ort für jedermann. Hier wird nicht unterschieden, ob Sektenmitglied oder nicht. Nein, in der Kanalisation sind wir alle gleich. Hier ist auch jemand mit einem Ausrufezeichen. Da oben ist jemand mit einer Waffe. Wenn du merkst, dass dir das Geld ausgeht, dann ist Jagen die beste Möglichkeit, schnell ein paar Kröten zu verdienen. Hier gibt es eine Menge Leute, die gutes Geld für Fleisch und Felle zahlen. Damit meint er zum Beispiel diese Person hier. Geschäfte und Geld. In der Spielwelt stehen Geschäfte zur Verfügung. Müssen wir uns jetzt nicht alles gleich durchlesen, ist eben dieses System auch schon aus vorherigen Far Cry-Teilen bekannt. Diese Dame hier, da kann ich kaufen und verkaufen. Aktuell habe ich 1699, das ist gar nicht mal so wenig. Da könnte ich zum Beispiel meine Munition komplett auffüllen. Das werde ich auch direkt mal tun, kostet nämlich 900, aber das ist ganz schön viel. Das würde ich ganz schön viel, aber ich mache es einfach mal. Damit ich genügend im Gepäck mit drin habe und natürlich kann man dann hier auch weitere Waffen kaufen. Zum Beispiel eine Schaufel mit einem Smiley drauf. Erinnert so ein bisschen an Watchmen oder andere Nahkampfwaffen und Seitenwaffen und Schrotflinten und Maschinenpistolen und Gewehre und vor allem auch Scharfschützengewehre. Leider habe ich bisher noch kein pinkes Scharfschützengewehr entdecken können, so wie das in Far Cry 4 der Fall war. Ein absoluter Favorit meinerseits und bisher leider noch nicht. Doch, als könntest du mit einer Waffe umgehen. Ich kann sowas von mit einer Waffe umgehen. Bisher leider noch nicht vorhanden. Ich würde jetzt gerne immer noch zu Ray Ray. Ich bin ja eigentlich schon quasi da. Ray Ray, auf deiner Kürbisfarm. Die verfluchten Peggys wollen das ganze Wild für sich alleine. Und man hört... Ich wollte sagen, man hört Gebelle. Nein, man hört diesen Gogogl. Da links. Den Google. Den habe ich gehört. Soll ich das hier vielleicht erst kaputt machen? Ich mache das hier erst kaputt. Ich spreng das. Gogogl! Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dem Gogogl? Jetzt reicht's aber. Das ist ja ein interessantes Jagen hier gewesen. Das ist ja super aggressiv. Die Google-Googles. Aber eigentlich will ich jetzt eine kurze, ich will eine kleine, eine ganz, ganz kleine Sprengung will ich durchführen. Nur eine kleine, wirklich eine kleine, hallo, hier. Aber mal dran, dann wieder ein bisschen Abstand einnehmen. Oh, schöne Apfelbäume. Schön, schön, schön. Und damit ist das Silo kaputt. Interessiert auch hier niemand mehr so wirklich. Also so richtig bemerkt hat es niemand auf den ersten Blick. So richtig bewacht wurde es auch nicht. Wichtig ist für mich viel mehr, was sich da vorne abspielt. Ich versuche schon so ein bisschen um... Das ist wieder ein Sektenaußenposten. Das weiß ich ja alles schon. Das weiß ich ja alles schon. Ich will doch eigentlich... immer noch zu Boomer. Aber ich laufe nicht so ganz optimal, was das angeht. Boomer, du bist doch hier irgendwo.
Gardenview-Verpackungsanlage. Das ist ein Sektenaußenposten. Hier fährt wieder jemand mit dem Auto. Fahren Sie ruhig weiter. Sieht schon mal nicht so aus, als hätte man sich hier friedlich... Ja, da drüben... Da drüben sollte Boomer sein. Oder? Ich bin so völlig... Völlig raus. Ah, nee, das ist mir noch zu weit weg. Ich mache jetzt erstmal hier den Außenposten und irgendwann wird mir Boomer schon endlich über den Weg laufen. 1000 coole Tracks muss ich mir auch anhören. Ach, Boomerlein. Einmal dich raus. Dich können wir eigentlich auf die Distanz auch mal gleich rausholen. Tschüss. Damit sind schon mal zwei. Ah, hier passiert was, hier passiert was. Jemand hat etwas bemerkt. Konzentration. Da ist ein Bär. Das ist ein ganzer Bär. Mit dem will ich jetzt erstmal eigentlich nichts zu tun haben. Also schnell mal hier reingestürmt. Und mal ein bisschen Highground bekommen. Das hier kenne ich auch noch gar nicht, das Gebiet. Ich habe mich völlig verlaufen auf der Suche. Zu meinem eigentlichen Ziel. Jetzt auch noch Verstärkung auf dem Weg. Aber der Bär macht das ja vielleicht auch zum Teil. Ja, der Bär erledigt das schon für mich. Ich helfe natürlich auch den Bären. Wir schicken euch eine Wagenladung Verstärkung. Das muss doch jetzt eigentlich nicht sein. Leider haut der Bär jetzt ab. Das heißt, ab dem Punkt bin ich dann so ein bisschen allein. Wo kommt denn die Wagenladung, die mir versprochen wurde? Eine Wagenladeverstärkung, davon war die Rede. Ah ja, hier. Alles mit der Pistole, mehr brauche ich nicht. Mehr als die Pistole ist nicht notwendig. Und den Bären. Der hilft mir einfach mal mit. Und damit ist die Verpackungsanlage befreit. Absolut nicht. Also was für ein Anfang hier. Absolut ein Anfang, den ich wollte auch einfach nur mal Boomer befreien gehen. Kurz, jetzt habe ich hier diese Verpackungsanlage stattdessen mal kurz gerettet. Will mich natürlich nicht beschweren, mal gucken, wie die da sitzen. Sie smoked noch entspannt eine. Rex im Bild. Hier oben, da wird noch ein kleiner Apfel gegessen. Guck mal, wir können endlich wieder Dinge verpacken. Ist das nicht great? Wir können Dinge verpacken. Wir können alles verpacken. Viele Dinge werden verpackt. Den Bären, den haben sie dann, ich weiß nicht, wo sie den genau hingepackt haben, ist aber nicht mehr da. Ich war da jeden Herbst mit meinem Jungen zum Äpfel pflücken. Du wirst aber leider unterbrochen, du. Dutch, die Geschichte interessiert uns gar nicht. Ob du da mit deinem Jungen beim Äpfelpflücken fährst, das ist völlig egal. Das Spiel rutscht einfach mal ins Hauptmenü rein. Du hast deine erste Herausforderung abgeschlossen, schließe weiter raus, bevor du eine neue Foto. Ja, okay, supidupi, dass ich das gemacht habe. Heißt das, ich kann jetzt hier das erste Mal ins Vorteilsmenü, beziehungsweise in den Skilltree hinein und ein paar Fertigkeiten auswählen. Ja, ganz gut finde ich hier schon mal. Was nehmen wir denn hier? Mehr Faustwaffen, Munition und Nahkampfwaffen mit dir. Mache ich einfach mal direkt. Ich drücke da schon mal direkt auf Erwerben, dann kann ich so ein bisschen mit mir rumschleppen. Und dann den Gleitschirm, den nehmen wir auch noch mit. Damit kann man dann so ein bisschen durch die Gegend fliegen. Im Stream habe ich das mit der Munition nicht genommen, sondern hier hat stattdessen den menschlichen Fisch, um ein bisschen mehr rumschwimmen zu können. Das natürlich auch noch irgendwann. Mit auspacken. Hallo! Hier bin ich. Ich will gerade niemandem bei irgendwas helfen. Ich setze mich hier lieber auf den falschen Sitz. Und dann fahre ich hier rum und hoffe, dass ich endlich mal hier zu Rayrays Kürbisfarm gelangen. Einfach geradeaus. Die brauchen nur einen Anführer. Sieht so aus, als hätten sie ihn endlich gefunden. Je mehr du dieser Sekte entreißt, desto mehr Leute werden an deiner Seite kämpfen wollen. Dutch out. Jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir sowas von richtig, Leute.
Da vorne befindet sich Boomer, das ist die Kürbisfarm. Sieht man ja auch vielleicht daran, dass hier überall Kürbisse sich verfinden. Sehr schön modellierte Kürbisse, ganz, ganz tolle Kürbisse. Unglaublich hübsch. Und da, in the distance, wird nicht nur Musik gespielt. Was macht ihr denn eigentlich? Wen genau? Greifst du gerade den Zaun an? Oder greift ihr euch gegenseitig an? Also da drin befindet sich Boomer. Und was mir als erstes ziemlich auf den Sack geht, ist diese Musik, diese Dauerpredigt, die da läuft. Ich finde, das muss nicht sein. Das soll sich der Hund nicht anhören müssen. Das soll ich mir nicht anhören müssen. Diese mobile Boombox. Dieser halbfertige Bluetooth-Lautsprecher auf Rädern hier. Da werfe ich einfach mal das hier. Und zünde. Ja. Oh, ist der Hund schon frei? Habe ich den Hund dadurch schon befreit? Habe ich Boomer schon befreit? Ach, Boomer macht das schon. Das ist ja cool. Für Joseph Seed hier in deinem Popo, sage ich dir da mal ganz offen. Streichle Boomer, ist die nächste Mission. Boomer! Ja, Boomer, komm mal her! Komm mal her, mein Kleiner. Oh, nee, das wollte ich nicht direkt hier. Boomer, dreh mal rum jetzt. Ja, mein Kleiner! Schaut euch das an. Ist das nicht ein so unfassbar süß modelliertes Tier? Der Boomer, der beste Freund des Menschen, ist damit abgeschlossen. Spezialisten sind Helfer auf Abruf oder Vierbeiner auf Abruf, die verfügbar werden, sobald du ihre Mission abgeschlossen hast. Ich putz mir mal die Nase, falls das okay ist, liebes Spiel. Sie sind zu mehr fähig und haben von Anfang an spezielle Fähigkeiten. Okay, klasse. Ich hab ja, das hat's ja hier nicht mal gesprengt, das Ding. Boah, das muss aufhören. Das muss sowas von aufhören. Habt ihr gehört? Das muss aufhören. Das habe ich gerne gemacht. So, seid alle draußen? Auch schon alle down, ja, ne? Hier ist aber noch irgendwo jemand. Was wagst du? Ich box dich weg. Boomer, das haben wir gut gemacht. Kein Grund, weiter wegzurennen. Oder bist du einfach nur ein bisschen fertig mit den Nerven? Verständlich. Boomerlein, alles gut? Ich glaube, er leckt sich die Wunden, er säubert sich die Wunden. Hoffentlich wird Boomer gleich wieder irgendwas zu essen oder so. Weil der hier, der war ja wirklich völlig drauf. Also man hat jetzt Boomer so als Kompagnon, hat man mit dabei. Das Ganze kann man natürlich auch aufrufen hier im Helfermenü. Ist halt so der erste Spezialist. Markiert Gegner in deiner Umgebung oder apportiert hier manchmal die Waffe nach einem Angriff. Und auch hier kann ich halt G drücken und dann fängt Boomer an, die Gegner auszuschalten, wie es zuvor Tyler Wolfe gemacht hat. Der Mann mit dem Totenkopf auf seinem Shirt. Ich hoffe jetzt aber nur, dass Boomer? Ja, dass Boomer jetzt so langsam wieder fit ist. Sieht so langsam wieder. Ich kann ihn zwar immer noch nicht. Boomer, ich würde dich eigentlich gerne die ganze Zeit streicheln. Aber wir wurden ja auch direkt wieder attackiert. Also die Stimmung war jetzt nicht so ruhig und sympathisch. Wie man sich... Ach, hier ist auch noch irgendwie... Hier ist ein Berglöwe, deswegen ist Boomer so drauf. Weil hier so ein... Guck mal hier! Eher kritisch. Was heißt ein Berglöwe? Ein Puma. Also, die Farm ist ja ursprünglich die Farm von einer Dame namens Ray Ray gewesen. Und das ist wohl die vorherige Besitzerin von Boomer gewesen. Wir haben Boomer jetzt erst adoptiert. Die wollten Boomer hier zu einem fetten Kampfhund ausbilden. Wir haben das ja auch schon gesehen, dass die Sekte Hunde mit instrumentalisiert. Und Boomer hat hier gerade... Du hast schön geludet, ne? Du hast schön geludet, du kleiner Fratz. Ja. Wir beide kümmern uns hier drum. Wer wurde denn jetzt schon wieder geschossen? Kann man einen kurzen Moment mit seinem Hund haben? Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Fette Waffen gibt's hier zu holen, aber ihr wisst, ich bin kein Freund von fetten Waffen. Man kann auch was lesen. Mamas Plan. Ryan, wenn du das liest, hast du Mamas Plan genauso befolgt, wie wir es geübt haben. Braver Junge. Jetzt nimm diese Vorräte, schlag dich in die Wälder und denk daran, wenn Mama in 3 Stunden nicht da ist, dann gehst du nach Süden und blickst nicht zurück. Und vergiss nicht, die Sicherung der Waffe auf auszustellen, das ist sehr wichtig. Ich liebe dich, bis es kracht. Mama, vielleicht ein Brief an
das Kind von, ich vergesse andauernd den Namen, Ray Ray war's. Hat Ray Ray ein Kind, das Ryan heißt? Würde möglicherweise tatsächlich Sinn ergeben. Ach, hier guck mal, sogar Boomer hat sogar so einen eigenen Kalender. Das ist schon sehr flott. Was ich jetzt aber machen werde, ist, ich schnapp mir hier irgend so eine Karre und dann werde ich das tun, was ich auch zuletzt im Livestream als letztes getan habe. Und zwar mich um Falls End kümmern. Da war ich jetzt schon öfters, weil soweit ich das in Erinnerung habe, war das eben auch der Ort, den ich in der Preview-Mission befreit habe. Das heißt, da kenne ich mich wirklich perfekt aus. Da setze ich einen Wegpunkt, da drücke ich auf Folgen und weiß jetzt, wo ich hin soll. Während ein bisschen Musik läuft. Ich hoffe, Boomer folgt mir auf flinkem Fuße und läuft mir vor allem nicht vor die Motorhaube. Denn ich kenne keine Straßen. Das Einzige, was ich kenne, ist der schnellstmöglichste Weg. Bisher noch gegen keinen Baum gefahren. Also das läuft schon sehr gut. Hier wird es mir auch angezeigt. Das ist ja ein holographisches Navi. Von irgendwem wurde ich da hinten auch entdeckt. Das ist mir egal. Das interessiert mich nicht. Ich fahre einfach durch. In euch kann ich aber mal kurz reincrashen. Wie sieht's aus? Seid ihr Gegner? Ihr seid Gegner, ne? Ihr seid Gegner. Mensch, dann battelt euch doch da vielleicht mit dem Bären. Der ist auch so von der Gesamtintelligenz eher auf eurem Niveau. Ich bin ein wirklich schlauer Typ und weiß ganz genau, wie ich hier zu fahren habe. Nämlich ab in die Wildnis, denn ich werde richtig abgefeuert gerade. Ich werde richtig, die feuern mich richtig ab, die Schlingel. Boah, die feuern mich richtig ab. Sind die immer noch hinter mir? Also Boomer ist irgendwo ganz woanders. Das ist hier echt fahrmäßig genauso, wie man es machen sollte. Aber zumindest habe ich mal alle abgehängt. Niemand ist mehr hinter mir. Ich weiß ganz genau, wie ich hier zu fahren habe. Ich fahre euch jetzt mal hinterher. Du scheinst mir ein Schlingel zu sein. Zivilist gerettet. Cool, dann nehme ich mal eher das Quad. Da läuft vielleicht auch nicht andauernd diese wundervolle Musik. Da musst du aber nicht so durchdrehen, mal vom Gas runtergehen, wenn man stirbt, bitte. Boomer, bist du auch schon wieder da? Ja, Boomer ist auch schon wieder da. Mit Lichtgeschwindigkeit. Hier läuft wirklich keine Musik. Deutlich angenehmer. Das macht die Erfahrung hier. Nur die Motorengeräusche, die Wildnis und den Geruch der Natur in der Nase. Ist halt noch ärgerlich, weil aktuell fahren da natürlich die ganze Zeit noch diese Sektenmitglieder rum. Da ist nichts anderes unterwegs. Da hast du keine Leute, mit denen du dich mal irgendwie netten Ründchen unterhalten kannst. Stattdessen die ganze Zeit Leichen, die ganze Zeit nichts als diese Sektenmitglieder, die dich entdecken und dich dann verfolgen wollen, weil sie nichts anderes den ganzen lieben langen Tag zu tun haben. Dann fährst du mal kurz versehentlich gegen einen Baum. Dinge, die passieren können in Far Cry 5. 400 Meter sind es noch. Ach, hier bin ich mit dem Flugzeug in dem Livestream. Es tut mir leid, falls ich die ganze Zeit von dem Livestream erzähle, aber natürlich vergleicht man so ein bisschen seine ersten Erfahrungen mit denen, die man jetzt macht in Hope County. Das mache ich jetzt auch. Das ist Falls End. Eine etwas größere Stadt, die schon eingenommen wurde und natürlich voll mit den verschiedensten Gegnern. Es lässt sich aber eigentlich dann doch recht schnell regeln, vor allem wenn man das in einem coolen Sneaky-Style macht, den ich bisher präferiere. Zum Beispiel laufe ich hier ganz unauffällig durch die Flammen, zünd mich erstmal an, damit mich jeder erkennt, damit jeder weiß, hier bin ich, The Burning Man. Und dann mache ich hier langsam die Leute platt, zum Beispiel erstmal hier. So, Nummer 1. Da läuft auch noch jemand, auch nochmal schnell markiert. Und dann ist der Bereich schon mal so ein bisschen freier. Ich weiß gar nicht, ob Boomer jetzt auch schon hier ist. Boomer scheint nämlich nicht da zu sein. Weil mit Boomer lässt sich jetzt natürlich auch nochmal alles... Wo steckt denn Boomer eigentlich? Warum ist Boomer nicht verfügbar? Der ist erst bereit in 13 Minuten. Ich habe den wohl zu weit weggelassen. So weit kann er nicht laufen. Dann muss ich das halt ohne Boomer erledigen. Schade, hätte man mal zeigen können, was der wirklich so drauf hat. Natürlich kann ich jetzt erstmal hier hingehen
und die Geisel befreien, um die schon mal aus dem Weg zu schaffen, damit die da nicht irgendwie im Kreuzfeuer drin bleiben. Das muss ja nun echt nicht sein. Und das mache ich auch erstmal. Befreien. Geisel ist befreit. Und als nächstes begebe ich mich auf das Gebäude hier hoch und kümmere mich um die Person, die da oben noch rumsteht. Und dann von da oben einfach ganz relaxed, wirklich, das ist entspannt, das ist eine kleine Tea Party. Schau ich mal, was der Rest so treibt. Und ob das sich vielleicht auch mit dem einen oder anderen Pfeil treffen lässt, ne? So. Du hängst da oben rum. Du schaust so ein bisschen. Und jetzt bist du tot. Oder ohnmächtig. Sag mal, du bist ohnmächtig. Hier haben wir noch einen Scharfschütze. Der ist auch weg. Und somit sind erstmal nur noch Leute auf dem Boden. Ne, es geht auch schon los. Jetzt fangen sie an rumzufeuern hier. Na, wenn ihr anfangt rumzufeuern, dann mach ich das auch mal, ja? Hier mit dem stationären Geschütz, falls das kein Problem ist. Das hattet ihr hier schon so toll rumstehen. Dann kann ich das ja auch nutzen. Hilft sie hier mit? Sie hilft mit? Na, das war kein guter Treffer, aber ich dachte, bringt das hier mal zum Explodieren. Und jetzt haben die auch noch Luftunterstützung. Glaube ich. Das kommt nämlich gleich. Irgendwas mit dem besten Soldaten. Ist da jemand gestartet oder wie? Sichert sie das hier schon? Die Dame? Ja, ich habe doch hier selbst auch so ein Gerät. Alter! Das war vielleicht ein bisschen nah dran. Das war vielleicht ein bisschen. Da war die Schnauze, da habe ich wirklich. Ich habe das komplette Flugzeug schmecken können. So einen kleinen Lick. Ich komm mal kurz ein bisschen entlang lecken. Ist so drüber geflogen wie so ein Lutscher. Ein fliegender Lutscher. Das wäre mal eine kleine Startup-Idee. Lutscherfahrzeuge, so, schmeiß die Flaggen einfach über Bord. Öffne die Türen erneut. Spread Eagle hat wieder geöffnet. Und jetzt erstmal ein kühles Blondes. Oder eine Zwischensequenz. Er wischt alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Kummer, noch Weinen, noch Schmerz. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ah, ich sage nicht, ich kenne Gottes Plan, aber ich erkenne etwas Gutes, wenn ich es sehe. Du machst dir langsam einen Namen, Deputy. Und du bist seit langer Zeit das erste Gute, das diesem Tal widerfährt. Etwas Hilfe? Willst du dir den Hals brechen? Eben dachte ich noch, das wäre eine gute Idee. So. Danke. Scheiße. Du. Sorry, habe ich nicht gemerkt. Du machst so viel, also warum nicht auch noch Möbelpacker, hm? Ich dachte, Eden's Gate hätte das alles konfisziert. Was für eine Fairgrave wäre ich denn, wenn ich kein Geheimversteck hätte? Er war der Beste. Diese Stadt hat viel durchgemacht, Deputy. Wir schulden dir Dank, aber... Ich weiß, du suchst nach deinen Leuten. Aber Fakt ist, du bist nicht der Einzige, der Hilfe braucht. Der Pastor und ich schaffen das nicht alles. Wenn du uns zur Hand gehen könntest, werden wir uns revanchieren. Was sagst du? Mary wird dich hier gut verstecken. Wenn du die Gelegenheit hast, dann komm zur Kirche. Ich warte dort. Was sagst du? Ich sage gar nichts, denn ich bin ein namenloser Hauptcharakter. Das ist natürlich einer der Nachteile, wenn man den Charakter so halbwegs selbst erstellen lässt. Jetzt habe ich dich mal unterbrochen. Ich muss mich nicht mal vom Spiel unterbrechen lassen. Ich kann ab und zu mal unterbrechen. Das ist natürlich einer der Nachteile, wenn der Charakter selbst erstellt wird und jetzt keine vorgeschriebene Rolle einnimmt. Dass er zumindest in diesem Fall auch nicht spricht und nichts erwidert, das wirkt dann manchmal so ein bisschen nicht ganz an der Realität dran. Jetzt hören wir uns noch kurz mal den Funkspruch an, der da reinkam. Jemand da draußen hält sich nicht an die Regeln. Jemand stiehlt von uns und nimmt sich, was der
dem Vater zusteht. Dieser jemand ist ein Mörder und ein Feigling. Aber Gott sieht ihn. Und Gott wird uns zu ihm führen. Wir werden ihn finden und ihn bestrafen. Denn so will es der Vater. So will es der Vater. Da gab es mal wieder kurz ein bisschen Sektenradio für uns direkt aufs Ohr. Könnte man vielleicht auch mal gucken. Da oben steht auch mal Yes! Ja! In wunderschönen, großen, Hollywood-mäßigen Lettern. Jetzt sind wir offiziell an dem Punkt angelangt, an dem ich den Stream beendet habe. Ich habe zwar noch so ein bisschen mehr Rumrennerei in der Natur gemacht, dafür aber auch den einen Außenposten, glaube ich, gar nicht befreit. Also wir sind jetzt auf alle Fälle vom Story-Content her, weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Vielleicht hörst du mal auch davon, ey, mir reinzuquatschen, ne, wenn ich hier gerade so ein bisschen am Plaudern bin, das wäre schön. Und wir haben unsere ersten beiden Freunde gemacht, wenn man jetzt von Dutch absieht, der bisher noch so ein bisschen reserviert wirkte, aber jetzt hier mit dem Pastor und ich glaube auch der Barbesitzerin ist das schon eine ganz coole Nummer gewesen, dass man das erste Mal so einen etwas schöneren Moment hatte, gemeinsam den Whiskey getrunken. Es ist also, jetzt guck mal, hier kann man auch wieder einen Doggy streicheln. Man kann nämlich auch andere... Ja. Gerne geschehen. Ich fühle gerade ein Selbstgespräch und will gerne den Hund hier auch noch streicheln. Guck mal hier, da hat man auch noch mal einen kleinen Doggy mit drin. Man kann nicht nur Boomer streicheln, sondern sie redet wirklich am laufenden Band. An dieser Stelle verabschiede ich mich dann aus dem Video hier und schau mal, ob das mit meinen neuen coolen Aufnahmeeinstellungen hoffentlich alles geklappt hat und es dieses Mal kein asynchrones Rumgelänge in der Mitte gab, sodass ich alles anpassen muss und so weiter und so fort. Und vielleicht sehen wir uns ja noch in einem fünften Video wieder von Far Cry 5. Das würde ja passen. Ist fünfte Teil der Reihe, fünftes Video. Zumindest fünf Stück müsste man dann eigentlich schon rausbuddern. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, wie ihr mir das mitteilen könnt. Nämlich indem ihr bewertet. Und falls ihr was zu sagen habt, dann schreibt das natürlich auch gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Ciao. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir uns wehren. Sei froh, dass ich nicht aushole. Mit dem Rohr. Aber ich hau kurz dagegen. Die Welt endet vielleicht, aber Force entsteht noch.